Wissen Sie, die totale Niederlage Deutschlands erforderte eine Totalkritik der gesamten Geschichte und damit auch der Geschichte der Kunst. Es mussten neue Formen ausprobiert werden. Das geschah schon sehr bald. Erstaunlich kurz nach dem Ende des Krieges ging die Filmproduktion in Gang. Aber in dem Bestreben, die Geschichte insgesamt neu zu bewerten und sie insbesondere auch für die Jugend fassbar in Filmen darzustellen, kam es dann dazu, dass dieser große Film über Thälmann geplant wurde. Das war an sich schon etwas sehr Ungewohntes, denn so kurz nachdem diese Ereignisse passiert waren, darüber in der Kunst zu reflektieren und sie darzustellen, ist wahnsinnig schwer. Und noch dazu kam dieser an sich interessante Auftrag in eine Zeit, wo unsere Kunst insgesamt und die Filmkunst ganz besonders von stalinistischen Einflüssen erfasst wurde. Das war in der Anfangsphase, in den ersten Jahren der Filmproduktion der DEFA nicht der Fall. Aber nachdem die DDR gegründet war und die Kompetenzen von den verständnisvollen sowjetischen Kulturoffizieren auf deutsche Stellen übergegangen war, änderte sich alles. Der stalinistische Vorstellungen über das, was in der Kunst darzustellen sei und wie es darzustellen war, griffen Platz. Und es war für uns, die wir damals Filme machten, schwer zu verstehen, was eigentlich, wohin das zielte, was da geändert werden sollte, denn das wurde ja nicht explizit gesagt, sondern das war so ein Einfluss, der sich geltend machte. Und als ich den Auftrag bekam, den Thälmann-Film zu machen, habe ich das für eine Ehre angesehen, denn dieser Arbeiterpolitiker Thälmann hatte wie kein anderer Politiker so deutlich vor der Gefahr des Faschismus gewarnt. Er hatte schon zur Hindenburg-Wahl gesagt, wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt Krieg. Das war eine Haltung, die verdiente, dass man sie insbesondere einem jungen Publikum wieder bekannt machte, nach dieser ganzen Zeit des Faschismus. Dass in der Darstellung dieser Zeit, sagen wir mal der 20er Jahre und der 30er Jahre, die damals agierenden Politiker auch vorkommen mussten, das ergab sich sozusagen von selbst, war aber für die Kunst ein großes Hemmnis und machte die Arbeit außerordentlich schwer. Ich selbst habe zu spät gemerkt, worauf ich mich da eingelassen habe mit diesem Film. Ich dachte, es wird ein biografischer Film über Thälmann, einen Arbeiter, der unter großen Schwierigkeiten sich zu einem bedeutenden Politiker entwickelt, der auch oft auf die Schnauze fällt, wieder aufsteht, wieder einen neuen Weg ausprobiert und sich so selber entwickelt. Mir wurde zu spät klar, dass die Parteiführung in der DDR etwas ganz anderes anstrebte, nämlich eine Art ein Idol für die Jugend, eine Art Denkmalfigur, dass dieser Thälmann auf eine Art Piedestal gehoben werden sollte. Das habe ich während der Produktion und in der letzten Phase der Produktion natürlich gemerkt, aber da war es viel zu spät auszusteigen. Ich musste die Sache, so gut es war, zu Ende bringen.